Nach 1 Minute 30 Sekunden beträgt der Druck 0,3 bar. Nach 1 Minute 44 Sekunden. Ein Bar Druck nach 2 Minuten und 7 Sekunden. Die Leistung des Brenners kann so eingestellt werden, dass der Druck auch bei hoher Drehzahl der Maschine konstant bleibt. Der Abdampf entweicht aus dem Kondensat- und Ölabscheider. Ein Herumspritzen von Kondensat und Öl im Bereich der Maschine wird vermieden. Der Brenner wird klein geregelt. Der Brenner wird gelöscht. Die Drehzahl der Maschine ist feinfühlig mit dem Ventil regelbar.